Das ist eines der kleinsten und trotzdem größten Moreno-Modelle der ganzen Welt. Ja, es ist wirklich ein sehr kompaktes Fahrzeug, gerade mal 3,30 Meter hoch. Es ist 7,80 Meter lang. Da sprechen wir jetzt von einem Maß, was du bei Teilintegrierten schon mal gerne hast. Ja, es hat einen Innenraum, der sich für mich überhaupt nicht unterscheidet von meinem Loft 82, den ich habe, der wirklich so riesengroß ist. Mit dem Auto kommst du aber tatsächlich in Italien, in Spanien auf nahezu jeden Campingplatz. Und das ist das ganz Besondere. Es ist, wir haben es jetzt extra mal so hingestellt, dass man es nicht sieht, ja. Es ist viel kleiner, viel kompakter als die ganz großen Liner von Morello. Es ist ein echter Morello. Und ganz viele deiner Kunden haben zu dir gesagt, du Matthias, wir würden ja so ein Ding kaufen, aber es ist uns viel zu groß, viel zu unhandlich. Das sind eigentlich fast die Maße von einem kleineren Teilintegrierten oder von einem kleineren Vollintegrierten, aber wirklich gebaut von Morello auf demselben Band wie die großen Liner. Genau, das ist ein Fahrzeug, was alle Gene, alle Kriterien, die ein großes Reisemobil von Morello auch bietet, vereint und ja, auf einem sehr kurzen Radstand und vor allen Dingen auf kleinen Chassis, nur 5,8 Tonnen, bei trotzdem fast 700 Kilo Zuladung, eigentlich alles das bietet, ja, was die großen Morellos auch haben. Was krass ist, ist die Agilität von dem Motor. Du merkst richtig, dass diese, ich sag mal, Last, die normalerweise hast du ja 7,5 Tonnen, hast nur 5,8 Tonnen, der ist viel agiler, der Motor. Der müht sich etwas weniger ab. Genau. Hat den gleichen Motor drin wie beispielsweise die großen Pallas-Modelle, hat die gleichen Assistenzsysteme drin wie die großen Pallas-Modelle, sodass wir hier also wirklich ja, den ganzen Komfort, die ganze Motorleistung und die ganzen anderen technischen Details einfach mitnehmen. Ne? So, jetzt kommt was ganz Besonderes. Du hast ein Sondermodell kreiert, was viele Leute bei dir angefragt hatten, nämlich kann ich den im Sommer komplett gaslos betreiben. Da hast du gesagt, okay, wir gucken uns das Ganze mal an. Du hast unter anderem die alte Heizung, hast du, damit zum Beispiel warmes Wasser gemacht wird, auf die Lithium-Batterie aufgeschaltet, sodass du überhaupt kein Gas brauchst. Genau, das ist die Technik, die hier mit Morello gemeinsam entwickelt wurde. Wir haben Lithium-Ionen-Batterien, zwei Stück, A210 Ampere. Wir haben auf dem Dach eine Solaranlage, 4x130 Watt und dieses Paket dann in Verbindung mit dem großen Büttner-Wandler ergibt ja, ein völlig autarkes Auto, was wir hier ja, letztendlich dann völlig gasfrei betreiben können. Die ganzen anderen Geräte, ob das nun ein ja, Induktionskochfeld ist, was ein Kompressor-Kühlschrank, was eine Mikrowelle-Grill-Kombination angeht, alles auf 220 Volt. Wir werden das gleich mal zeigen. Die Heckgarage 250 Kilo Belastbarkeit. Das Interessante ist, eine Zuladung von über 600 Kilo? Fast 700 Kilo Zuladung. 700 Kilo, ist der Fahrer schon mit drin? Masse im fahrbaren Zustand, genau, ist der Fahrer mit drin und wir haben ja, wir haben auch die Ausstattung wirklich nicht knapp gewählt, im Gegenteil, eine ja, nahezu Vollausstattung mit allen Dingen, die, ja, die letztendlich die Morello-Preisliste hergibt. Ja, Fußbodenheizung ist mit drin, eine alte 3020 ist mit drin. Ihr habt die Leichtmetallfelgen vorne, hinten gibt es ja nur die Zierleisten, die mit drin sind. Ihr habt die, die Fahrerhausverbreiterung gewählt, also alles, was wichtig ist, damit die Optik auch stimmt. Das Fahrzeug insgesamt ist alles ein bisschen kleiner, aber wenn wir gleich in den Innenraum reingehen, denkst du, du bist in einem Palace. Also es ist unglaublich. Ja, das ist sehr geschickt gemacht. Wir haben also innen drin den ja, bekannten Grundriss mit den Einzelbetten, mit dem Vario-Bad. Dann letztendlich die große Küche, die L-Sitzgruppe. Ja, voll integriertes Fahrerhaus mit dem ja, Morello-typischen Armaturenbrett, was von rechts nach links in eins durchgeht, die besonderen Sitzpositionen, ja, alles das, was die großen Liner auch haben. So, hier sieht man, das ist jetzt die Möglichkeit im Winter, wenn es sehr kalt ist, kannst du mit Gas zuheizen, das ist kein Problem, die Alda hat das, aber das Fahrzeug grundsätzlich ist für die meiste Zeit im, ich sag mal, im Jahr gaslos zu betreiben, das geht. Genau, das ist so aufgesetzt, dass die Gasflaschen wirklich nur dafür da sind, um im Winter, im tieferen Winter oder wenn man keinen Stromanschluss hat,
mit Gas dazu zu heizen. So, kommen wir mal auf Basics, die, wenn man das jetzt vergleicht mit vielen anderen Fahrzeugen, die da sind. Wir haben eine sehr, sehr dicke Wand mit drin. Wir haben Alu-Alu-Aufbau. Wir haben eine Bauweise mit einem echten Doppelbodenkonzept. Bedeutet, ich habe einen Wärmespeicherboden, der von unten quasi durch die Heizung komplett beheizt wird. Ich habe einen durchladbaren Kofferraum hier mit drin. Das heißt, wenn ich jetzt mal alleine hier reingucke, sehe ich, hier kann ich komplett durchladen. Das Einzige, was ein bisschen kleiner ist gegenüber den Palace-Modellen, ist die Höhe vom Kofferraum. Das muss man ja offen zugestehen. Aber ansonsten hat er alles. Der hat eine Festtanktoilette, die normalerweise aufpreispflichtig ist. Die ist hier mit drin. Wir haben einen richtigen Tank mit den gleichen C-Rohr-Anschlüssen von der Feuerwehr hier mit eingebaut. Das heißt, all das ist ein Original Morelo mit den Vorteilen, dass du mit dem Fahrzeug eigentlich auf jeden Campingplatz kommst, oder? Genau, wir haben ein kompaktes Fahrzeug, kurzes Fahrzeug und haben trotzdem diese ganzen Komponenten, gerade technischen Komponenten, wie bei den großen Modellen auch. Ja, der Wagen ist niedriger, hat einen nicht ganz so hohen Doppelboden, wie das jetzt im Palace der Fall ist, aber das wirkt sich natürlich dann auch eins zu eins sofort auf die entsprechende Gesamthöhe des Fahrzeugs aus. Ja, es ist sehr kompakt. Wir haben jetzt mal ganz bewusst das Fahrzeug nicht neben ein anderes gestellt. Wenn du das solo siehst, denkst du, das ist ein Riesenfahrzeug. Wenn du das natürlich neben einen, was ist der größte nochmal, Empire Liner? Grand Empire ist der größte, ja. Wenn du den daneben stellst, denkst du, du könntest ihn reinparken. Aber viele Leute wollen das gar nicht. Wenn wir gleich in den Innenraum reingehen, wirst du sehen, weniger ist mehr. Du hast einen riesen Platz da drin und wenn du nicht den direkten Vergleich hast und zum Beispiel die Höhe von außen siehst als Beispiel, denkst du, du bist wirklich in einem Palace, in einem kleinen. Genau, das ist es und wir haben auch von außen, von der Silhouette, so wie er von außen gestaltet ist, eigentlich einen kleinen Liner mit den Busspiegeln vorne, mit den ganzen anderen Designelementen, die wir von den großen Morelo-Fahrzeugen kennen und somit ein Babyliner, einen kleinen Liner, der aber trotzdem absolut vollwertig ist. Ja, also es geht ja auch vielen Leuten darum, nicht so ein riesen Schiff zu haben. Also es ist wirklich so, viele trauen sich ja gar nicht. Was ist der große, was habe ich da gehabt? 92, 94 glaube ich, habe ich gehabt, ja, 9,40 Meter Länge. Dann die Aufbautür, das ist auch Morelo-like, das heißt, du hast wirklich alle Gene mit drin, hier ist ein Gasdruckdämpfer ist mir mit drin, ihr habt die Außenbeflaggung in Carbonoptik. Genau, wir haben eine spezielle Carbonoptik hier gewählt, wir haben ja für uns so eine kleine gelbe Lisene verwandt, die dann vorne bei uns auf das Firmenlogo endet, sodass man also auch hier dran fein erkennt, dass es sich halt um ein Sondermodell und für eine besondere Anfertigung handelt. Ja, die Details wird man gleich im Innenraum sehen. Viele Sachen habt ihr übrigens pragmatisch so gemacht, wie ich sie auch gewählt habe. Das bedeutet ganz konkret, was drin sein muss, ist die vollautomatisierte Hubstützenanlage von wem ist die? Die ist von HBC, das ist die, die Hausanlage von Morelo. Die selbe Anlage wird bei den großen Modellen bis zum Grand Empire hoch auch verwandt. So, ich habe die Spurverbreiterung gewählt. Ansonsten sieht das ein bisschen verloren aus beim Daily. Die ist mit drin, die ist ganz wichtig, die muss gesetzt sein. Es gibt so Sachen, die kannst du einfach nicht ändern. Ihr habt, wie gesagt, Hubstützanlage mit drin. Was haben wir noch mit drin? Lass uns mal kurz reinschauen. Wir haben einen großen 230-Volt-Wandler mit eingebaut. Das heißt, der Standardwandler bei Morelo. Die ganze Elektrik ist Morelo-like? Morelo-like, in diesem Fall der Ladebooster, der dafür sorgt, dass wir während der Fahrt den Strom, der ja von der Lichtmaschine kommt, stabilisiert und optimal aufbereitet in die Lithium-Batterien einspeisen können. Wir haben zwei Solarregler, hinten links noch, die jetzt auch beide selbst bei diffusen Licht, wie wir heute haben, laden und dafür sorgen, dass die Batterien immer frisch bleiben. So, während der Fahrt wird ja aufgeladen. Du hast eine ganz spezielle Schaltung mit eingebaut, sodass du viel Strom entnehmen kannst, auch wenn der Campingplatz zum Beispiel nur 3 Ampere liefert. Genau, das ist der sogenannte Lastmangelausgleich, der dafür sorgt, wenn also von außen beispielsweise jetzt weniger Strom zur Verfügung steht, dass der
abgeforderte Strom dann über die entsprechenden Batterien nachgepuffert oder zwischengepuffert wird. Das bedeutet, ich kann den Föhn, ich habe nur 3 Ampere an Anschlussleistung in Italien zum Beispiel, kann trotzdem die Mikrowelle anmachen, kann föhnen. Das heißt, dieser Mangel, der kommt an Energie von außen, der wird kompensiert durch die Batterien. Und wenn er nicht benutzt wird, werden die Batterien wieder aufgeladen. Genau, das wird dann praktisch zwischengepuffert und das, was an Strom benötigt wird, wird zwischengepuffert. Natürlich muss man ganz ehrlich sagen, ist es so, dass die Anlage so konzipiert ist, dass man nicht den Föhn, die Induktionsplatte und den Grill der Mikrowelle und vielleicht auch noch das Aufheizen der Warmwasserreservoir über die Aldeheizung gemeinsam laufen lassen kann. Also nicht zeitgleich. Nicht zeitgleich, das ist natürlich klar. Da gibt es auch entsprechende Konzepte, die das darstellen, dass der Kunde da geschult wird, um keine Schäden an der Elektroanlage entstehen zu lassen. Das ist so. Also kurzzeitig geht das immer. Die Anlage schaltet auch irgendwann mal ab. Aber da gibt es eine Schulung mit dabei. Passieren kann sowieso nichts. Das heißt, alles ist 10-fach abgesichert, dass irgendwas kommt. Selbst wenn das machen würde. Das Besondere ist die voll integrierte Markise. Das heißt, auch die große elektrische Markise ist mit drin. Genau, ist auch mit drin. Die ist elektrisch. Die ist flächenbündig verbaut mit einer entsprechenden Beleuchtung, sodass das auch richtig, richtig tolles Bild ergibt hier. 2 große Türen habt ihr mitgewählt. Das heißt also, ich habe ja eine kleine, eine große. Auf der linken Seite die kleinere, das ist, glaube ich, Serie. Und hier habt ihr die 2. Aufbautür groß gewählt. Ja, die sind beide gleich groß. Wir haben hier eine Durchlademöglichkeit von rechts nach links, sodass man also auch diese Riesengarage dann optimal beschicken kann. Dann ist ein Fahrradträger bereits mit integriert. Der kann rausgenommen werden ohne große Probleme, aber der ist sehr praktisch. Der ist total praktisch. Es ist ein Chrismotec-System, was von der Position mit 2 Handgriffen verändert werden kann. Und ja, kann auch ganz schnell rausgenommen werden, je nachdem, was man sich hier hinten montieren möchte. Ja, hier vorne sieht man in dem Büttner 3000 SIN. Das ist ein Inverter, den haben wir einmal geprügelt bis zum geht nicht mehr. Wir haben mal 4,7 kW kurzzeitig entnommen. Das ging ganz kurz, das war kein Problem. Also es ging sogar ein bisschen länger, aber ich darf nicht offiziell dafür Werbung machen. Das Ding ist bewährt. Es gibt einen sogenannten Nachtmodus. Das heißt, wenn der lädt und lädt stark, dann fängt der Lüfter relativ laut an zu brummen. Und dann kannst du ihn auf Nachtmodus stellen und dann wird das Ganze sehr, sehr leise. Das heißt, man kann problemlos schlafen. Das Bett ist direkt hier drüber. Die ganze Garage hier, guck mal hier, ist durch die Warmwasserheizung beheizt. Das heißt, alles läuft einmal quer durch, alles ist beheizt. Genau, ne? Die Grundwärme wird ja über den Doppelboden generiert, sodass also der Wagen immer von unten eine gewisse Grundwärme fährt und dann über die entsprechende Heizung man dann seine individuelle Raumtemperatur einstellen kann. Ja, es gibt ein Gadget hier bei dem Auto. Das ist der Halter hier, der hier mit dabei ist. Da ist, ein Halterungssystem auch vertikal mit drin. Jetzt kommt es hinter dieser Wand. Das ist genial gelöst. Da ist der Wassertank. Da ist der Wassertank. Also das ist wirklich genial gelöst. Wir haben ja immer wieder bei den Reisemobilen die verschiedenen Achslasten, die dann dazu führen, dass man keine optimale Gewichtsverteilung hat. Und hier ist der Tank eigentlich optimal positioniert, sodass wir also bei dem Wagen, wenn man losfährt und auch wenn man voll beladen ist, eine ganz optimale Gewichtsverteilung hat. Hier vorne steht 250 Kilogramm. Das Besondere an dem System ist, gegenüber vielen anderen Wettbewerbern, wie zum Beispiel Fiat, Ducato oder der Mercedes-Benz, ist wirklich der Heckantrieb. Du hast hier einen Heckantrieb mit drin, das heißt, die Last ist hinten auf dem Heck. Du hast selber einen LKW-Führerschein. Das hier ist ein kleiner LKW. Das ist ein kleiner LKW und es ist wirklich so, auch wenn man fährt, vielleicht haben wir nachher noch die Möglichkeit, das zu tun, ist man wirklich unfassbar komfortabel und vor allen Dingen auch stabil unterwegs. Du hast eine Zwillingsbereifung, das ist auch eine Besonderheit. Das bedeutet, du hast noch mal mehr Sicherheit mit drin, aber auch mehr Fahrkomfort. Das heißt, die Aufliegefläche ist noch größer. Das Schlagloch hinten wird sehr selten getroffen. Naja, und das in Kombination mit der Luftfederung ist natürlich auch ein Komfortargument. Ne? Also selbst bei hoher Beladung ist der Wagen sehr stabil zu fahren und nimmt Bodenwellen und Fahrbahnunebenheiten hervorragend auf. Das Coole ist eine vollautomatisierte Luftfeder. Das ist also nicht vergleichbar mit einer Zusatzluftfeder, sondern hier ist ein Computer mit drin, der misst vollautomatisch den Beladungszustand, gleicht das Ganze aus. Da ich aber eine Hubstützenanlage habe, die habe ich hier mit drin, brauche ich noch nicht mal die praktisch Hinterradfederung. Ich gleiche damit auf dem Stellplatz, wenn ich keine habe, das aus. Brauche ich hier nicht.
die Hubstützenanlage nivelliert das Auto vollautomatisch. Genau, vollautomatisch. Die Luft aus der hinteren Luftfederung wird praktisch entnommen, ausgelassen und dann wird auf dem unteren Niveau die Hubstützenanlage hochgefahren, um den Wagen dann absolut gerade zu stellen oder halt beim Entsorgen auch über die besondere Schaltung schräg zu stellen, dass die Tanks beim Entsorgen dann auch optimal zum Auslauf hin auslaufen können. Du hast mehr Platz als beim Palace, denn durch die Anordnung des Wassertanks hinten hast du hier so viel Platz, das ist unglaublich, denn hier an der Stelle hat zum Beispiel der Loft oder der Palace keinen Stauraum. Ja, das ist total toll gelöst. Wir haben also hier diesen Mittelstauraum, der auch von der Gewichtspositionierung zwischen den Achsen optimal ist, mit einer unschlagbaren Tiefe, also wirklich Platz für viele schwere Dinge auch, irgendein Werkzeug oder andere Dinge, Wasserkisten, die man transportieren möchte. Und es ist ein sehr tiefer Stauraum. Was mich fasziniert, ist einfach, dass wir das alles hier auf 7,80 Meter realisiert haben. Und das ist einfach ein ganz, ganz kurzer Wagen, sehr wendiger Wagen. Ist ein Wagen, der, ja, aber trotzdem, was so diese Themen, die viele kleinere Wagen nicht abdecken können, abdeckt, nämlich Top-Zuladung, unfassbar viel Stauraum und letztendlich dann auch im Innenraum ja ein vollwertiges Linerwohnen. Was genauso ist, ist hier die Klappen. Wir haben also zwei umlaufende Dichtungen. Das Besondere ist hier, dass hier die Klappen nicht ausgeschnitten werden, sondern die werden extra angefertigt. Das ist auch eine Besonderheit, denn ich sag mal, die Dichtungen sind einmal hier drinnen und sind einmal hier innen. Die sind nahezu immer dicht oder habt ihr da irgendwie einen Stress bei euch im Service? Nee, ist eine Doppeldichtung, die zweimal anschlägt und somit also wirklich dann nur für eine Dichtigkeit auch garantiert. Ne? So, wir gehen mal kurz hoch. Hier sieht man sehr schön, wie tief der Wagen ist. Das ist unglaublich. Das wird, wer sich ein bisschen auskennt, wir haben einen tolles Bild im Kopf habe ich bei mir. Ich bin Einfahrt Rom San Remo Autobahn. Habe ich dir gestern gezeigt. Was stand auf dem Schild drauf? Was war die Beschränkung für die Innenstadt von San Remo? Die Beschränkung war 8 Meter und mit dem Wagen genau unter 8 Metern und somit ja einfahrtfrei. Ne? Ja. Großes Problem im Süden, da werde ich jetzt jedem praktisch Morelo-Kunden, der wirklich erste Reihe in San Remo stehen wollte, sehen, ist der Baumbewuchs. Das bedeutet, die Bäume werden oft nicht groß beschnitten, wenn die Durchfahrtshöhe nicht stimmt. Man muss sich tatsächlich mit seinem Liner durch die Bäume durchkämpfen. Das tut so weh als Eigner. Weil du weißt ja nicht, wie ist die Zufahrt. Da sind dann oft irgendwelche tropischen Bäume mit drin. Die wachsen von links nach rechts mit so einer Art Tunneldurchfahrt. Du fährst dann mit 3,80 Meter durch, du kennst das. Und auf einmal fängst du an zu knirschen an allen Ecken und Enden. Du weißt, die Fenster, wenn du keine Echtglasfenster hast, das gibt Kratzer. Hier bist du so tief, das sind nochmal knapp 40 cm weniger oder 50 sogar beim größten Modell. Genau, ne? Also das ist schon so, dass der Wagen dann durch diese ja doch immer wieder vorhandenen engen Durchfahrten und Bewüchse einfach durchkommt und dann auch wirklich dafür wir sorgen mit dem kleinen Baumaß, dass es halt doch durchgeht. Ne? So, wir schauen mal ganz kurz hier vorne hin, gehen jetzt mal rein, dass wir das Raumgefühl einfach hinkriegen. Das helle Holz ist mit drin. Wie nennt sich hier Wohnwelt? Das ist Live. Das ist dieses neue Live-Holz, was bis hoch zum Grand Empire einfach im Moment den Wunsch der Kunden und den modernen Trend einfach widerspiegelt. Kombiniert mit dem Leder, mit dem Echtleder, ist es wirklich ein unfassbar hochwertiger Ausbau. Sehr schön, sehr stimmig, edel. Zeitlos vor allen Dingen, also auch in ein paar Jahren noch aktuell und ja, somit richtig, richtig schick. So, müssen wir kurz gucken. Ich glaube, die HPC muss man einmal aktivieren, unten über den Schalter. Du hast sie aktiviert. Warte kurz. Da ist sie mit drin. Zündung. Ach, die läuft neuerdings über die Zündung. Genau. Das ist ein Sicherheitsaspekt. Das war früher nicht so. Ja, genau. Das ist ein Sicherheitsaspekt, dass praktisch die Zündung aktiviert werden muss, um die Hubstützenanlage zu starten. Beim Starten des Motors wird aber automatisch natürlich die Hubstützenanlage aktiviert und die Stützen fahren hoch. Was interessant ist, ist die App-Steuerung. Du kannst das ganze HPC über eine App steuern. Die ist mit eingebaut. Die App kann man runterladen und kann das Fahrzeug von außen auch bedienen. Der Tisch, das ist auch ein Extra, kostet normal so ein bisschen mehr, weißt du, ist der höhenverstellbare Tisch. Das hat einen Grund, denn man kann hier ganz prima ein Bett bauen.
Genau, da haben wir also an die Enkelkinder und an die Freunde gedacht, die gegebenenfalls mitfahren wollen. Der Tisch ist absenkbar in der Höhe und dann mit einem Ausgleichspolster zu einem vollwertigen Bett zu generieren, sodass man also hier auch vorne schlafen kann. So, komm, wir zeigen das mal gerade. Geh mal gerade hinter mich, bitte. Sei mal so nett, Matthias. Und geh mal nach hinten durch. Ich zeige mal gerade den ganzen Raum. Ich habe euch nicht zu viel versprochen. Dieses Fahrzeug hier ist im Innenraum. Und ich komme gerade aus dem Loft Liner 82. Und ich bin hier rein und habe gedacht, wo ist denn jetzt der Unterschied? Also es gibt Unterschiede. Der Schrank ist ein bisschen kürzer. Ich glaube, hier die Küche ist ein Ticken kürzer, aber das konnte ich jetzt auch nicht wirklich feststellen. Es ist so gut versteckt, dass das Auto unter 8 Meter ist, dass ich die 70 Zentimeter, die es weniger hat, oder 80, das habe ich nicht gemerkt. Genau. Es ist wirklich vom Wohnraum, Schlafraum, Betten, Bad und auch die Dusche von den Maßen wirklich fast identisch gleich. Wir haben etwas kleineren Kleiderschrank, das stimmt. Aber ansonsten alle, ja, alle Eckdaten der großen Modelle auch umgesetzt. Ihr habt euch bewusst für eine Version, ihr habt jetzt erstmal im ersten Vorlauf wirklich viele Fahrzeuge geordert. Alle sind baugleich, muss man sagen. Das heißt, das System entscheidet sich nur, glaube ich, in Nuancen. Alle baugleich sind insgesamt 10 Fahrzeuge, die gebaut werden, genau in der gleichen Ausstattung. Und ja, man kann ja fast sagen, auch in einer Vollausstattung, denn wenn man da in die Preisliste reingeht und in die einzelnen Komponenten, muss man wirklich sagen, es ist wirklich, wirklich nahezu alles drin, was, ja, was Morelo anbietet. Und ja, verstärkt noch von uns über einige Dinge, die wir hier halt in Osnabrück generieren. Eigenes Bettzeug und vor allen Dingen eine ganz spezielle Versiegelung außen nochmal. Ihr habt eine Keramikversiegelung mit dabei? Genau, genau. Ja. Hier sieht man, abnehmbares Multifunktionslenkrad von Iveco ist mit dabei. Abnehmbar, kostet normal Aufpreis. Das 8-Gang ZF-Getriebe, Wandlerautomatik mit drin. Dann habt ihr mit drin das große Navigationssystem von Garmin abnehmbar. Das heißt, man kann es starten, da vorne das Tablet ist abnehmbar, man kann es komplett bedienen, auch von egal wo man ist, kann seine Reiseplanung machen, man kann sogar, wenn es abgenommen ist, die Songs noch ändern. Das Multifunktionslenkrad ist so angeordnet, dass ich das Navigationssystem, zum Beispiel die Audioabspielung, über das Multifunktionslenkrad bedienen kann. Ich habe einen aktiven Spurhalteassistenten, aktiv, der mich also wirklich hinter einem LKW führt, die Geschwindigkeit am Vordermann anpasst durch Radar und die Spur auch noch hält. Genau. Spurassistent, aktiver Regeltempomat ist mit dabei. Ja, letztendlich dann auch einzustellen, alles über die Lenkradbedienhebel und Knöpfe, sodass wir ja also wirklich die ganze Zeit die Hand am Lenker haben können, ohne jetzt große Bewegungen machen zu müssen. Ja, das sind die großen LKW-Sitze von Isri mit eingebaut, die wirklich auch einen Seitenhalt haben. Die ganzen sind lederbezogen. Das Leder passt auch perfekt zu dieser Wohnwelt. Es ist grau, der Name vom Leder? Stein. Stein. So, setz dich mal bitte ganz kurz hier drauf. Wir machen mal ganz kurz ein bisschen leiser. Warte mal ganz kurz. Oder machen es aus. Da bin ich auch mit einverstanden. Da ist das Navigationssystem. Und setz dich mal bitte auf den Fahrersitz. Sei so nett. So, du bist jetzt 1 Meter, was bist du, wie groß bist du? 1,83. 1,83. Und das Ganze sieht man jetzt auch hinter dem Fahrersitz mit allen drum und dran. Platz für große Personen, der Sitz ist höhenverstellbar, das Lenkrad ist höhen- und neigungsverstellbar. Genau. Das kommt mit hinzu. Du hast in der Mitte jetzt neuerdings ein neues farbiges Display mit eingebaut. Das ist also bei Iveco jetzt auch mit drin. Das Armaturenbrett wurde angepasst. Es gibt jetzt mittlerweile auch sogar Hochtöner im Kopfbereich. Genau, die Soundanlage ist nochmal verbessert worden mit Hochtönern und auch hier mit richtigen Mitteltönern, die dann auch für einen ganz tollen Sound sorgen. So, ihr habt eine 12-Volt-Steckdose direkt im Cockpit eingebaut. Auch das ist ganz wichtig, wenn ich hier zum Beispiel das Mobiltelefon anschließen möchte. Freisprechenrichtung ist mit eingebaut. Dann gehen wir mal zur rechten Seite. Was, ich sag mal, ganz besonders wichtig ist, ist der Zugang zur Bordelektronik. Also der ist hier unten drunter. Hier kann man also alle Sicherungen sehen. Da ist sogar ein Schaltplan mit eingebaut direkt. Das sieht man also hier mit drin. Der Belegungsplan mit allem drum und dran. Hier oben großes Handschuhfach.
dort sieht man auch, ist ein USB-Kabel direkt gelegt. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Navigationssystem oder eine Dashcam verbinden möchte, die kann ich direkt hier anschließen. Das ist mit eingebaut. Es hat ein Rollo mit eingebaut, mit eingebauter Privacy-Funktion. Das können wir gerade mal zeigen. Das Besondere bei dem Rollo ist, dass es beheizt ist dahinter. Das heißt, auch die Scheibe wird so beheizt, dass die entsprechende Nässe hinter der Scheibe minimiert wird. Das ist auch ganz wichtig. Die Scheibe selber, sieht man auch, ist riesengroß. Eine richtige Panoramascheibe. Es handelt sich ja um ein voll integriertes Modell hier. Genau. Und wir haben hier eigentlich eine tolle Version. Diese Rollos, die ja immer früher eine gewisse Kältebrücke auch nach außen hin dargestellt haben, die sind jetzt heutzutage in einer isolierten, doppelschichtigen Bauweise gefertigt, sodass man also ein richtig isoliertes Rollo nach vorne hat, klapperfrei, ganz wichtig, und dann auch serienmäßig hier mit einer Privacy-Funktion, sodass, wenn man irgendwo steht, an der Promenade oder auf dem Campingplatz, die Sicht von außen in das Fahrzeug sich einstellen kann. So, und dann hast du eine Sache natürlich gewählt, die alle lieben. Das sind die Busspiegel. Normalerweise, ich sag mal, gibt es kleinere Spiegel an der Seite, die mit dabei sind. Hier hast du Busspiegel sogar mit Totwinkelspiegel, 3 Spiegel pro Seite mit drin. In Verbindung mit der Rückfahrkamera, brauchst du da ein 360-Grad-System? Weil ich fahre immer mit Spiegeln und Rückfahrkamera, das geht. Ja, das ist, ist erstmal eine optische Geschichte von außen. Das ist für mich der erste Punkt, den ich erwähnen muss dazu. Ist ja auch aufpreispflichtig, aber das macht eigentlich dieses Fahrzeug dann erst richtig zum Liner, wie beim Bus auch. Und es ist natürlich auch ein Sicherheitsaspekt, weil wir bei dieser Spiegelvariante einfach beim Fahren den Kopf und die Augen nicht zu weit von der Fahrbahn verlassen müssen, sondern wirklich im Augenwinkel praktisch schon eine sehr gute Übersicht haben. Also das ist wirklich total klasse, dass wir bei dem Wagen hier ja diese Busspiegel anbieten können, um da einfach dann auch eine optimale Sicherheit zu bieten, was jetzt die Sicht nach hinten und vor allen Dingen auch nach vorne über die Bordsteinspiegel angeht. Also die Größe hier in dem Fahrzeug, ich müsste jetzt lügen, aber ich merke jetzt gegenüber dem großen Palace, respektive dem Loftliner, der ja aufgebaut ist wie ein Palace, auch in der Höhe keinen Unterschied. Also vielleicht minimal, oder? Ja, ist minimal. Also die Stehhöhe ist etwas geringer, auch wie eben schon erwähnt. Der Doppelboden ist nicht ganz so hoch, aber trotzdem, es ist ein vollwertiger Morello. Und je länger man sich mit dem Auto auseinandersetzt, ist es wirklich, wirklich so, dass man einfach feststellt, dieses Fahrzeug bietet alle Gene und bietet alle Material- und Verarbeitungsvorteile der großen Baureihen, insbesondere wenn er so gut ausgestattet ist wie dieses Sondermodell halt. Ja, ihr habt euch für eine Fußbodenheizung entschieden, auch die ist optional, die ist mit drin, weil die Leute einfach, es sind die wichtigsten Sachen, die du jetzt aus deinen 30 Jahren, glaube ich, Erfahrung, ihr macht über 10 Jahre Morello jetzt und da sind so ein paar Sachen, die müssen einfach drin sein. Die Hubstürzenanlage, es muss mit drin sein, die Luftfederung ist mit drin, auf der Hinterachse ist mit drin, dann hast du die wichtigsten Sachen in Elektro ausgeführt, was wir gerne mal zeigen können. Hier ist der Komfortwasserhahn ist eingebaut worden aus der großen Novell-Küche. Genau. Das heißt, die kleine Küche, eine andere gibt es auch nicht, aber sie ist so groß, dass sie vollkommen ausreichend ist hier. Aber der Wasserhahn, der hat sie angetan. Ja, ich kenne ihn einfach aus den Palastmodellen, auch aus den teilweise Loftmodellen. Im Home gibt es ihn eigentlich nicht. Wir haben ihn mitmontiert, um einfach hier auch dann die Möglichkeit zu bieten, abzuspülen und die Waschbecken sauber zu machen. Das ist einfach ein Komfortdetail, was wir unbedingt mit verbauen wollten. So, hier vorne hast du noch was Besonderes gemacht. Da ist ein elektrisches Induktionskochfeld drin. Genau, das ist das Induktionskochfeld, was normalerweise im Home auch nicht vorhanden ist, wo wir gesagt haben, wir wollen ja das Konzept des Fahrzeugs so aufbauen, dass wir ja ein autarkes Fahrzeug haben, dass wir überall frei stehen können, dass wir kein Gas brauchen im Normalbetrieb und somit also mit dem Wagen wirklich total selbstständig und frei
verreisen können. Also nochmal, das warme Wasser wird im Sommer über die Solaranlage in Verbindung mit dem Lithiumpaket generiert, über die Alde, über das Elektropaket. Genau. Das geht normal nicht. Das hängt immer am Außenstrom dran. Das habt ihr in Zusammenarbeit mit Morelo habt ihr das modifiziert. Genau, das ist praktisch so, dass der Heizstab in der Aldeheizung dann das warme Wasser erzeugt und somit also dann abwaschen oder auch duschen möglich ist. Das kann man einstellen übrigens, wir können das mal zeigen. Das System verfügt über eine hochperformante Solaranlage mit, glaube ich, 4x160 Watt habt ihr verbaut. 4x130 Watt. 4x130 genau. Watt. Also im Moment ist er bewölkt, wir können es ja mal zeigen. Also das ist im Moment das Wetter. Trotzdem kommen im Moment nahezu 30 Watt rein über die Solaranlage. Und hier sieht man sehr schön, Fahrzeug ist jetzt nicht angeschlossen, steht jetzt auf Gas im Moment, aber Gas ist unten deaktiviert. Genau. Ist deaktiviert, also wer kein Gas benutzen möchte, braucht das auch nicht, sondern kann die Anlage über 220 Volt betreiben. So, und das heißt, man aktiviert hier einfach den Stab, sagt zum Beispiel 1 kW genau. Jetzt dabei und das war's. Und dann wird warmes Wasser generiert? Genau. So, der Wärmetauscher ist mit eingebaut vom Motor. Das heißt, es bedeutet, dass die Motorwärme dann auch über die Aldeheizung ausgespielt wird. Dann haben wir hier oben ein ICC Info Control. Das ist ganz wichtig, damit die Batteriespannung, alle Informationen über die Batterie kommen. Ihr habt hier insgesamt, ich muss mal kurz mal gucken, hier sieht man auch in Amperestunden, was die Kapazität ist der Batterie. 415 Amperestunden, das heißt 210, 420 Amperestunden stehen zur Verfügung. Genau. Da ginge sogar noch mehr, muss man sagen. Jetzt ist der Platz hier unten natürlich begrenzt. In der Praxis, das ist schon einiges, oder? Ja, und man muss ja sagen, dass mit der Lithiumtechnik in der Batteriewelt einfach auch ein neues Zeitalter eingeschlagen hat. Wir haben bei den Lithiumbatterien ja doch ganz andere Möglichkeiten. Die fahren viel tiefer runter. Früher war es so, dass die normalen Gelbatterien oder auch Nassbatterien ja viel früher ausgestiegen sind und die Lithiumbatterien ja auch ganz andere Leistungswerte haben, als das früher der Fall war. Was ziemlich cool ist, wir haben einen kleinen Denkfehler gemacht. Die Batterie war nahezu zu 100% voll und deswegen hat die Solarleistung liegt ja jetzt schon bei 46%, die da reinkommt. Die ist hocheffizient, die Anlage. Das bedeutet konkret, auch wenn du die mal abstellst, du hast eigentlich nie leere Batterien, oder? Genau. Also das haben wir jetzt hier, sieht man ja auch volle Batterien, auch über das Multipanel von Büttner, wo ja auf die Amperestunde genau angezeigt wird, was Sache ist, haben wir immer einen sehr guten Überblick über den entsprechenden Batteriestand. Und über diese Paneele wird dann ja auch für den Kunden, das wird dem Kunden dann auch genau erklärt, gezeigt und auch sichtbar gemacht, welche Ströme aus der Batterie entnommen werden, sodass da also dann auch keine Fehlbedienung entstehen kann, indem man halt 5 Elektrogeräte auf einmal zeitgleich macht. Also da gibt es einfache Regeln, die gilt zu beachten. Genau. Also wenn ich föhne, dann nicht noch gleich das Induktionskochfeld anmachen und so. Aber dafür habe ich sehr viel Komfort. Das lernt man dann. Fliegenschutzgitter ist mit integriert, wo wir hier stehen. Sag mal, wenn ich jetzt hier stehe, ich merke doch nicht, dass ich, in einem kleineren Fahrzeug bin. Nee, also auch gerade diese Bereiche Sanitär und Schlafen sind im hinteren Bereich wirklich genauso ausgeführt wie bei den größeren Modellen auch. Ein Riesenbett, Riesenwaschbereich mit der Vario-Tür, die seit vielen Jahren einfach Benchmark ist mit der Möglichkeit, halb aufzuschlagen, dann Dusche, Umkleiden, Toilettenfunktion zu nutzen oder halt auch nach hinten hin nochmal eine zusätzliche Geräuschdämmung zu bieten. Da gibt es eine Schiebetür und wenn man die Schiebetür zumacht und zusätzlich noch die Vario-Tür umschlägt zur Mitte hin, hat man also da auch nochmal eine zusätzliche geräuschliche Abdämmung zwischen. Kopfung, einer schläft und einer guckt noch Fernsehen vorne. Genau. Ja. So, der Kühlschrank von Dometic ist natürlich mit drin. Sehr, sehr spannend ist allerdings auch, gut beidseitig zu öffnen, ist der Running Gag seit 3 Jahren mittlerweile. Mittlerweile funktioniert sogar die Tür problemlos. In den ersten Modellen war es ein bisschen hakelig, mittlerweile geht es echt gut. Er ist viel leiser geworden, ist mir aufgefallen. Also ich habe mich immer beschwert, dass der zu hören war. Jetzt habe ich den neuen Loftliner bekommen vor einer Woche. Und ich habe ihn nicht mehr gehört. Was haben die denn geändert? Ja, der Kompressor ist umgebaut worden an eine andere Position, sodass also die Geräuschbelastung wirklich minimal ist. Und er ist so viel leiser. Ja, es ist
genau. Wirklich? Und mit einer tollen Leistung auch. Und was für mich immer ein absolutes zusätzliches Argument auch noch ist, das sieht man eigentlich außen, wenn man genau hinschaut. Wir haben kein Lüftungsgitter mehr. Mhm. Die Außenwand ist total clean und die Außenwand ist ungestört von irgendwelchen Plastik, Einbauten, die da für Lüftung sorgen müssen. Vergilben, das ist auch so ein Thema. Das heißt, die bleiben leider nicht so schön in der Sonne. Genau, im Winter halt irgendwelche Feuchtigkeit oder Nässe reinbringen. Und das ist wirklich, wirklich klasse. Ist auch letztendlich natürlich ein Isolationsthema, dass wir also mit dem Wagen durch diese fehlenden Lüftungsgitter natürlich auch viel besser isoliert sind. Ne? So, du bekommst 10 Autos. Das hier ist der erste, der gekommen ist. Ihr habt eine Probefahrt unternommen. Die Leute waren total begeistert. Wir werden gleich mal Probe fahren. Mit drin ist eine Inverter-Mikrowelle. Das Besondere an der Inverter ist, dass sie nicht punktartig an- und ausgeht, sondern die Leistung reduziert über den Inverter. Mach mal bitte auf, dass wir das mal sehen. Da ist ein Grill mit drin. Das heißt, du kannst damit richtig Brötchen nicht nur warm machen, du kannst die richtig backen da drin. Genau, du hast eine Grillfunktion, du hast die normale Mikrowellenfunktion und das alles ja im haushaltsüblichen Standard. Also wirklich voll einsatzbereit, egal wo du stehst, egal was du vorhast. Das ist ein richtiges Komfortmerkmal. Ja. So, jetzt ist die Batteriekapazität jetzt nicht gedacht, um da jetzt 3 Stunden lang ein Brot zu backen. Dafür ist es nicht gedacht. Die meisten Sachen werden ja benutzt. 5 Minuten Mikrowelle mal an und so. Das ist alles kein Thema. Während der Fahrt schiebt der, glaube ich, sagenhafte 90 Ampere rein in die Batterie. Das ist, das heißt, ich fahre schon und dann wird die Batterie aufgeladen, also wenn es irgendwie kommt. Das heißt, Leute, die alle 2-3 Tage mal fahren, die werden nie eine leere Batterie erleben, oder? Genau, das ist das System, dass wir einfach sagen, wir brauchen als Basis erstmal die starken Batterien, die viel Batteriestrom speichern können. Als nächstes brauchen wir einfach die Solaranlage, die permanent, beim diffusen Licht nicht ganz so, aber bei Sonnenschein natürlich umso mehr nachlädt und dann halt das System, was wir in Verbindung mit dem Iveco-Motor und dem Büttner Booster generieren, dass wir praktisch während der Fahrt mit 90 Ampere stabilisiert auf die Batterien einspeisen, um dann letztendlich nach der Fahrt auch wieder meist volle Batterien zu haben. So, jetzt kann man es sehr schön sehen. 414 Amperestunden sind noch drin. Das Wasser wird gerade erwärmt mit 1 kW. Das ist hochinteressant, was jetzt reinkommt. Spannend ist, ihr habt die Bespannung an der Decke, ist nicht der Stoff. Ihr habt euch für Leder entschieden. Auch das aufpreispflichtig, weil du gesagt hast, das muss sein. Das muss sein. Also wir wollten ja den Wagen wirklich so ausstatten, dass derjenige, der sich für diesen Wagen entscheidet, einfach dann auch wirklich alle Komponenten bekommt, die großen Modelle auch abbilden. Was spannend ist, ihr habt hier nicht die Tür eingebaut, ihr habt Schubladen eingebaut. Üblicherweise ist bei der Küche eine Tür mit eingebaut. Da habt ihr gesagt, okay, das wollen wir nicht. Wir wollen Schubladen, weil man da einfacher rankommt. Genau. Drei gleiche Schubladen. Und vor allen Dingen auch die hinteren Bereiche gut beschicken kann, sodass man also hier wirklich eine absolut vollwertige Küche hat. 2 Fernseher habt ihr, ne? 2 Fernseher. Vorne. Max-Fan habt ihr auch? Ja, genau. Den Max-Fan haben wir drin oben, dass wir also auch auf 12 Volt hier für eine Klimatisierung sorgen können. Das geht. Der geht ins Vollautomat. Das Spannende beim Max-Fan ist, der funktioniert jetzt zuverlässig bei Regen. Du kannst ihn so bei strömendem Regen laufen lassen und das geht bei den meisten nicht. Du kennst ihn davor, der drin war. Der war nett, aber du weißt, was die Leute immer nett sagen. Immer dann morgens, wenn es feucht war, ging er automatisch zu. Genau. So. Ja, das ist jetzt hier natürlich egalisiert. Ein tolles Produkt, was ja bis oben in die ganz teuren und großen Murillo-Fahrzeuge auch verwendet wird. Ist dieser Dachlukenventilator, der übrigens ja auf 12 Volt läuft und somit also wirklich ganz strominimiert für eine Klimatisierung sorgt. Was sensationell ist auch bei dem Lüfter, der ist so leise. Das, also wir können hier mal anmachen. Der läuft am Anfang ein bisschen schneller an. Warte, ich mach das mal gerade. Hier oben müsste ein Schalter sein. Da ist er. So, jetzt öffnet er, geht anschließend an, startet. Und je nachdem, welche Stufe eingewählt ist, können wir gerade mal machen. So, jetzt ist der so leise, dass du ihn, er läuft gerade, ist kein Witz, er läuft. Hörst du irgendwas? Ich nicht, nee. Nee, ich höre gar nichts. Ich kann ja mal hier, also das ist jetzt hier, ist das Mikro dran?
Du hörst gar nichts. Und das bedeutet, du kannst ihn auch im Winter, wenn du dann im Betrieb ihn laufen lässt und machst ihn wirklich mal leer, dann kannst du ihn mal mitlaufen lassen, hast ganz wenig Stromverbrauch, hast keine Staunässe hier drin, hast eine Durchlüftung. Oder du kannst ihn im Sommer einfach laufen lassen, wenn der Hund kommt. Der geht automatisch ab einer gewissen Temperatur aus. Genau. Das temperaturgesteuert, das heißt also, wir haben im Sommer jetzt ein Auto, was sich aufheizt. Bei einer gewissen Temperatur schaltet dieser Dachlukenventilator zu, entfernt die in Anführungsstrichen aufgestaute heiße Luft unter der Decke, pustet die raus und stellt sich automatisch nach einer Zeit wieder aus. Ganz wichtig, wenn man Tiere im Auto hat, die einfach ja natürlich nicht zu heiß leben wollen und können, kann man also wirklich in Ruhe das Auto verlassen, den Hund oder die Katze, je nachdem, hier drinnen lassen und entsprechend die Temperatur regulieren. So, hier sieht man auch für die Menschen natürlich. Sehr schön, zwei Spülgen für die Menschen, ja, bitte? Ja, für die Menschen, die wollen ja auch nicht zu heiß leben. So, hier siehst du zwei Spülgen. Das Klassische hierbei ist, hier ist übrigens immer mein Spülschwamm drin und mein Putzzeug, also das Spüli mit drin, wenn ich unterwegs bin, damit es nicht rumfliegt. Aber viele nutzen das zum Abwaschen als Abtropfbecken. Und das Spannende ist, weißt du, was du hier mit den Teilen machst, wenn du sie nicht benötigst? Stelle ich an die Seite. Ja, hast du gewusst, dass es ein extra Fach gibt? Gibt's auch, ja. Du weißt das, ja. Ich habe das erst vor zwei Wochen gelernt bei der Werksführung. Ja. Da hat der Robert zu mir gesagt, das wissen viele nicht. Ja. Und vor allen Dingen, was total toll ist, dass wir hier mit Material arbeiten, das ist ja Korean. 75% Granit und 25% Bindemittel, sodass wir also hier wirklich von der Schnittfestigkeit und von der letztendlich Stabilität und auch Wärmeunempfindlichkeit eine ganz hochwertige Küche haben. Ne? Ich darf mal zeigen, was ich mit dem Großen immer mache. Ja. Ja, also ich zeige das mal. Wenn man das nicht braucht, nimmt man es, legt es hier als Bett drauf und hat dann eine Ablagefläche für seinen Kaffeebecher, damit der nicht umfällt. Weil du hast an der Seite nicht die Möglichkeit, was abzustellen, weil hier die volle Bettfläche genutzt wurde. Ja. Und dann kann ich da immer was ablegen, wenn ich Fernsehen gucke. Ja, Sekt gibt es gar nicht im Bett. Nee, okay. Nee, Sekt mache ich nicht. Aber zum Beispiel einen Kaffee oder mal jetzt ein Wasserglas, was irgendwie draußen ist, stelle ich dann drauf. Oder mal die Oliven abends. Ja, ist ja egal. Man kann ja alles draufstellen. Und von daher eine schöne Ablage. Ja, klasse. So, komm, wir gehen mal nochmal nach vorne, dass wir nicht hier irgendwas vergessen. Denn stark ist natürlich ganz viele kleine Details wie, bitte mal öffnen den Schrank, dass wir das mal sehen. Du hast eine Beleuchtung im Schrank mit eingebaut. Das ist übrigens das Ausgleichspolster, was du vorne hast zum Bauen des Bettes. Genau. Unten ist ein Kleiderschrank. Hier ist die Stange, die haben wir kurz rausgenommen wegen dem Ausgleichspolster. Oben ist eine Spanne. Hier vorne hast du eine Steckdose mit eingebaut. Das ist ganz besonders wichtig für Leute, die zum Beispiel Kameras aufladen wollen. Hier kann man jetzt auch noch einen Mehrfachstecker dran machen. Das habe ich gemacht. Okay. Und kann dann hier oben meine ganzen Ladegeräte einbauen. Genau. Das ist die Steckdose, die serienmäßig verbaut ist für die entsprechenden Geräte hier in der Küche, aber natürlich auch zu nutzen bis zu einer gewissen Anschlussleistung für andere Geräte. Ja, natürlich nicht zeitgleich immer und dann noch ein Heizlüfter dran, das geht nicht. Aber ich denke, das wird alles dann erklärt, was da ist. Ja, Fernsehgerät, das ist hier vorne mit drin. Das Ganze ist, ihr habt einen eigenen Schreiner, wenn jetzt einer sagt, er möchte einen Beamer haben, darf ich dir mal einen Vorschlag machen? Habe ich gerade in Vorbereitung. Du kannst die Beamer-Leinwand, die kannst du unter den vorderen Schränken anbringen. Ja, das müssten ungefähr 1,20 Meter sein, 1,30 Meter, 1,40 Meter. Die kannst du unter dran anbringen. Dann stellst du hier unten einen LED-Beamer drauf. Das habe ich gemacht. Und kannst hier vorne Netflix gucken. Wenn du das nicht möchtest, hast du hier einen Fernseher mit eingebaut mit vollautomatisierter Sat-Anlage von Alphatronics. Und der findet wirklich binnen kürzester Zeit dann auch die Sender. Und das Ganze in ganz Europa. Genau. Die Fernseher sind von Alphatronics. Die Sat-Anlage ist von Ten Haft, sodass wir da dann also auch, wie du schon gesagt hast, den ganz Europa. Oyster. Entschuldigung. Ja, Ten Haft ist ja richtig, aber es ist die, drauf steht Oyster, ne? Der hat die noch ein blaues Licht eigentlich jetzt neuerdings oder ist die weg? Weil ich habe gesehen, die haben jetzt neue, ganz schlanke Bauformen. Genau, mit so einer kleinen blauen LED-Leuchte dann, ne? Cool, so, das sieht man auf den Plätzen immer. So, was nicht fehlen darf, ist natürlich das Regal und das ist wahrscheinlich beleuchtet. Ja, wie soll es anders sein? Denn irgendwo willst du ja deinen Wein auch nicht aus Plastikgläsern trinken. Genau. So, wir gehen mal durch. Sehr schön sortiert, ordentlich, schick.
So, Kleiderschrank haben wir jetzt gezeigt. Jetzt kommt diese geniale Tür, die übrigens einen Magnetverschluss hat. Das muss man verstehen, denn dieses Fahrzeug verfügt über das Komfortbad. Komfortbad bedeutet getrennte Dusche mit drin, die riesengroß ist, also wo wirklich große Leute drin duschen können. Getrennte Toilette, das ist also, gerade wenn du ein solches Fahrzeug nach südlichen Ländern versuchst zu verkaufen. Genau, das ist jetzt im geschlossenen Zustand mein Raumbad, was ich erzeugen kann durch einfaches Schließen der Türe. Matthias, mach mal bitte ganz auf zu dir. Jetzt kann ich weiter öffnen, habe 180 Grad Öffnung hier mit drin, kann es offen lassen. Komm mal bitte rein, dass wir das sehen. Und hier sieht man auch schon, welche Bänder hier verwendet worden sind. Guck mal, das ist sensationell und das Ganze mal zwei. Ich weiß auch, auf welchem Mist das gewachsen ist. Und der hat sich so gefreut, als er die Tür eingeführt hat. Du kennst den Mann genauso. Das ist eine geniale Erfindung. Und wenn du leicht zuziehst, dann kommt ein Magnet und zieht das Ganze zu. Kannst du abschließen. Und wenn du es aber schnell machst, dann passiert Folgendes. Das ist hochinteressant. Das war zu langsam. Etwas schneller. Ja, dann passiert nämlich gar nichts. Dann kannst du die Tür einfach öffnen. Das habe ich jetzt gelernt. Ich habe ja die Tür jetzt auch neuerdings. Cool. Ja, Dusche ist mit drin. Da ist sie hier mit eingebaut. Ihr habt einen riesen Wassertank. Genau. Dann Handtuchhalter mit eingebaut. Und interessant, der Brausekopf ist schon eine Sparfunktion mit eingebaut. Du hast drei verschiedene Einstellmöglichkeiten. Auch das durfte ich heute Morgen mal erkunden. Den kann man übrigens hier drehen. Das ist interessant, weil der ist jetzt praktisch begrenzt durch dieses Teil. Wenn man das auf der rechten Seite losschraubt, kann man es um 180 Grad drehen und den Duschkopf auf die linke Seite machen. Wenn jetzt einer kommt und ganz schlau ist, zwei Halter sind mit dabei. Da kannst du Handtücher mit aufhängen und oben kann man das Handtuch trocknen. Dann habe ich überall wirklich unvorstellbar viele Fenster mit eingebaut, die schon bereits eingelassen sind. Denn wenn ich mal eine Klimaanlage nachrichten möchte, gibt es zwei Möglichkeiten. Staukasten könnte man einbauen oder natürlich die Dachklima. Das ist genau. Guck dir mal den Spiegel an, linke Seite. Spiegel linke Seite, Spiegel rechte Seite. Das heißt, du hast hier einen Spiegel mehr. Und wenn du dich mal gerade auf die Toilette setzt, dann sieht man auch, hier ist eine High-End-Toilette verbaut worden aus der Schifffahrt, die mit drin ist, eine Zarka-Toilette, die sich sehr viel leichter reinigen lässt, muss das leider sagen, als das vergleichbare Modell, was vorher drin war. Ich will den Namen jetzt nicht nennen. Denn wenn du es mal öffnest, von Tecma ist es mit drin. Hier vorne ist es so easy zu reinigen im Vergleich zu vorher, weil das Wasser nicht drin steht. Also das ist ein, glaube ich, wesentlicher Part. Du kannst hier über den Schalter, kannst du Add Water sagen. Das heißt, man kann also einfach Wasser dazufügen. Guck mal, ob die Pumpe an ist. Jetzt ist sie nicht an. Aber das ist wirklich ein Traum. Ist wie zu Hause eigentlich die Bedienung. Absolut, so wie zu Hause. Und vor allen Dingen, es wird nach hinten weggesogen und somit also auch ja, total easy. Nicht nur zu reinigen, sondern auch von der Funktion einfach perfekt. Das System kommt ja aus dem Schiffsbau, aus dem Yachtbau und wird dort ja in allen Luxusjachten verwendet, eingebaut und ja, jetzt im Morelo, wie gesagt, eine ganz starke Bereicherung. Ne? Ja, es gibt jeweils für beide Teile, die hier das Fahrzeug nutzen werden, wenn es zu zweit sind, zwei getrennte Plätze, linke Tür, rechte Tür. Und da sieht man, da kann man also selbst sich die Einteilung vornehmen. Das heißt, wenn ich jetzt mal ganz große Flaschen habe oder ich habe jetzt mal eine Zahnbürste oder ein Mundspülset, dann kann ich das rausnehmen, kann das hier komplett verändern, kann mir das selber einteilen. Aber es kommt noch besser. Bitte setz dich mal, mach's mal nochmal zu. Setz dich mal hin, weil es ist so identisch mit dem 82er, das Bad. Hier unten ist ein Riesenschrank drin. Einmal hier auf der Seite, der ist ein bisschen kleiner, aber der hier, da ist uns das Klopapier. Der Schrank, der hat es wirklich in sich, wo man dann Sachen unterbringen kann. Aber das Beste kommt noch. Ich habe in der Trittstufe direkt neben der Toilette die Möglichkeit, meine Schmutzwäsche, das ist mein Schmutzwäschereservoir, was ich drin habe, die werfe ich einfach hier rein. Da ist eine Tüte mit drin, so eine habe ich mir geholt aus dem Rewe. Weißt du, diese Permanenttüten, die sind mit drin. Und da habe ich zwei Tüten mit drin. Links sind die T-Shirts und rechts ist die Unterwäsche und die Strümpfe. Und da wird das Ganze sortiert hier in der Klappe. Also so nutze ich das. Da kann ja jeder nutzen, wie er will. Ja. Hast du denn, ich sag mal, Schlafkomfort? Hast du da Erfahrungen mit bei Morelo? Schläft man gut? Ja,
Wunderbar. Das sind ja spezielle Matratzen, die also auch sehr hochwertig gefertigt sind, mit einem etwas härteren Kern und einer ganz weichen Auflage, so wie das heute eigentlich bei allen guten Betten so gemacht wird. Und dann haben wir halt unten drunter die Federelemente, die dann in Kombination mit der Matratze wirklich einen unfassbar guten Liege- und Schlafkomfort bieten. So, und du hast noch was oben drauf gepackt, nämlich eure eigene Bettwäsche. Bettwäsche ist nämlich normal nicht dabei, muss man sagen, bei Morelo. Die Bezüge und so weiter, da gibt es ein Paket, das ist ein Preis mit drin. Das ist mit dabei, auch die Übergardinen passen dann zur Bettwäsche, sodass das alles dann auch in Verbindung mit der Live-Möbelwelt und mit den Lederapplikationen wirklich zu einer sehr harmonischen, sehr schönen, zeitlosen, eleganten Sache wird. Wo ist denn jetzt der Haken? Also das Fahrzeug hat einen enormen Preisvorteil von, wir haben mal durchgerechnet, weit über 40.000 Euro, die es drin sind. Das heißt, wir reden hier von 10%, 12%, 14%, je nachdem, wie man sieht, Nachlass auf den Listenpreis. War das die Menge? Habt ihr das zusammengestellt, glaube ich, direkt mit Morelo? Genau, wir sind jetzt 10 Jahre mit Morelo dabei, dürfen das Produkt verkaufen und haben einfach gesagt, wir möchten jetzt letztendlich den Kunden auch ein Stück weit zurückgeben, diesen Riesenerfolg dann auch gemeinsam feiern und mit diesem Modell ja auch ein Stück weit nach vorne gehen und zu sagen, ja, das machen wir jetzt. Wir haben eine tolle Zeit, wirklich eine tolle Zeit mit dem Produkt und mit den Kunden und mit diesem Wagen wollen wir einfach da so eine kleine Krone draufsetzen. Du merkst hier drin nicht, dass du in einem Kompaktmodell bist, oder? Genau. Das ist ja praktisch der gleiche Komfort, die gleiche Größe, die gleiche Großzügigkeit, kann man ja fast schon sagen. Trotz der 7,81 Meter, wirklich ein unfassbar großzügiges Fahrzeug mit viel Raum und mit viel Platz. Ja, sensationell. Ihr habt es quer eingebaut. Das hat aber auch einen einfach praktischen Grund. So bleibt einfach viel mehr Platz für die Solarfläche, wenn man das Fenster so einbaut. Das sind so Kleinigkeiten, das kennen natürlich eure Leute, die das mitgestaltet haben. Die Schiebetür, die setzt natürlich nochmal einen drauf. Wenn einer auf Toilette geht, der kann eh schon mal einzeln gehen. Der kann einfach zuziehen und hat sich dann nochmal komplett vereinzelt. Und da wir das nicht wollen, Matthias, hier sehe ich dich wieder. Jetzt kannst du die Tür vorne zumachen. Das war das, was du eben gesagt hast, weil wir haben ja hier eine Zwangsentlüftung bei allen Fahrzeugen eingebaut. Das ist eine ganz wichtige Funktion, weil wir haben ja noch Gas für den Notfall an Bord. Finde ich auch sehr wichtig, dass man Gas hat, weil es kann ja mal ein extrem starker Winter kommen. Genau, das ist einfach dann, wenn man frei steht im Winter und man möchte halt bei minus 20 Grad, minus 25 Grad in Südtirol stehen, dann ist es halt wichtig, dass man über die Gasfunktion der Alderheizung dann auch entsprechend das Fahrzeug aufheizen kann. Aber grundsätzlich ist es vorgesehen, dass du, wenn du einen Stromanschluss hast oder es nicht zu kalt ist, kein Gas mehr brauchst oder die Gasflaschen, die du mitführst, nahezu gar nicht verbrauchst. Genau. Oder halt nur eine Alugasflasche reinstellen, ne? Ich darf mal was zeigen, eine spezielle Funktion vorne, das ist nämlich die Funktion Priorisierung bei der Alderheizung. Bedeutet konkret, ich kann also hier sagen, dass diese Heizung hier zunächst mal über das Thema Elektro betrieben wird. Das ist hier eingestellt, also Elektro ist eingestellt, die sieht man auch, hier sind jetzt mittlerweile immer noch 410 Ampere drin, also die entnommen werden können. Und es werden zurzeit eingelagert 3,2 Ampere. Also hier läuft immer noch trotz der Bewölkung jetzt etwa 312, ungefähr 45 Watt rein, also in das Stromnetz, sodass es gar nicht viel weniger wird. Und wir haben natürlich heute einen bewölkten Tag, sodass also die Solaranlage natürlich nicht so wirkungsvoll sein kann, wie das bei Sonnenschein ist. Ne? Wenn ich zum Beispiel in Spanien stehe, das tun ja viele, oder ich bin mal in Italien, da wird er überhaupt nicht leer, oder? Genau. Also. Gut. Da ist schon viel Pech. Da ist das Auto bei entsprechendem Wetter, also auch ohne externen Stromanschluss, über eine ganz lange Zeit zu nutzen. Und viele Schubladen haben wir. Wir machen mal exemplarisch mal bitte eine Klappe auf, dass man das Ganze sieht. Alle Klappen haben Beschläge von Häfele natürlich mit eingebaut. Das sind Qualitätsbeschläge, werden alle bei Morelo gebaut. Es gibt umlaufende Kabelkanäle, die sind hier oben drin. Das heißt also auch das Nachziehen, das kennen eure Kollegen, ist problemlos möglich. Denn überall ist das vorgesehen, dass man noch was nachziehen kann. Das ganze Thema Elektro ist so vorbildlich, dass die Leute wirklich ein Kabel haben. Das geht tatsächlich von vorne bis hinten. Hat nicht noch irgendwo einen Zwischenverteiler, wo man nicht rankommt. Das gibt's nicht. Ja, da hat Morelo einfach über ganz viele Jahre jetzt auch ein Konzept entwickelt, gerade was die Elektrik angeht.
was total sicher ist in der Nutzung und vor allen Dingen auch sicher in der langjährigen Nutzung, sodass man da also dann auch ganz wenig Ausfälle befürchten muss. Natürlich kann auch immer hier mal was passieren, aber was die Konstruktion angeht und was die Materialien, was die Komponenten, eingebauten, verwendeten Komponenten angeht, ist das wirklich High-End und ja, sehr, sehr, sehr stabil. Was hast du für einen Führerschein? Ich habe einen LKW-Führerschein. LKW C hast du, gell? Gut. Dann darfst du den hier sowieso fahren. Also fahren darf man ihn auch mit dem alten Dreier. Das ist das Spannende. Aber wir machen mal eine Probefahrt. Mach mal bitte alles bereit. Ich komme mal mit dir mit. Dann machen wir die Klappen zu. Fahren mal los, dass wir das sehen. Du bist bereit? Ich bin ready. Du bist ready. Das ist gut. Und wir zeigen mal gerade, das wäre jetzt die Abfahrtskontrolle. Das lernst du ja beim LKW, beim C-Führerschein sowieso, dass man ein paar Sachen prüfen soll. Beim LKW auch noch zu prüfen, Luftdruck, dann von außen nochmal die ganze Kontrolle, die du durchführen musst. Ist da was irgendwie unten drunter? Bei den Hubstützen musst du dir nicht so viel Gedanken machen. Die fahren automatisch ein, genau. Sobald du startest. Sobald ich starte, fahren die automatisch ein. So, das ist so. Und da gibt es vorne eine Lampe. Das können wir gerade noch mal ganz kurz zeigen, das Fach. Da ist nämlich der Dieseltank mit drin. Der AdBlue ist auf der anderen Seite, nehme ich an. Genau. So, und da ist auch der Entsorgungsschlauch mit eingebaut. Das war die Klappe. Ah, guck mal hier. Ein beleuchtetes Morello-Schild. Ja, genau. Vor allen Dingen nachts oder abends dann eine Augenweide. Ne? So, hier vorne steht er. Ja, Preis-Leistungs-Verhältnis muss man sagen, spitze. Wenn man ein kleineres Fahrzeug haben möchte, ganz gar keine Frage, kommt man eigentlich an dem Angebot kaum noch vorbei. Du hast einen echten Morello. Ist irgendwas anders gefertigt wie bei den großen? Eigentlich ist die Wand anders. Die ist, glaube ich, ein Ticken dünner. Das ist also als bei den ganz großen. Also, aber der Rest ist vollkommen identisch, oder? Vollkommen identisch, das gleiche Band, die gleichen Mitarbeiter, Komponenten, Materialien, das ist alles wirklich absolut gleich und kleiner Morello, ganz groß. Na, klein ist er ja jetzt nicht wirklich, also wir sind ja fast 8 Meter lang, aber wer sich ein bisschen auskennt, die entscheidenden 30 Zentimeter Höhe, 40 Zentimeter Höhe, das sieht man, wenn du dich mal gerade daneben stellst, bitte, sei mal so nett. Dass wir das mal sehen. Also da sieht man schon im Vergleich, wenn du dich mal kurz daneben stellst, einmal ganz kurz, das ist ein Grand Empire, der hier vorne steht, Fairegger und Wales Version. Der ist jetzt rund einen halben Meter höher. Nee, sogar mehr. Der hat fast 4 Meter Höhe, oder? Genau. Und da sieht man noch mal kurz den Unterschied, wie das Ganze ist, ja. Und da sieht man es ganz konkret. Und wenn du das aber nicht im Vergleich siehst, ja, dann siehst du keinen Unterschied. Ja, genau. So, sehr schön. Alles zu? Alles zu. Alles zu. Wir steigen ein. Ich gehe rein. Angebot übrigens heißt Fairegger und Wales Free 2023, denn es handelt sich um ein 2023er Modell. Übrigens sehr schön zu erkennen, ab Modelljahr 2022 sind vorne über der Fahrerhausscheibe sind die Applikationen in weiß und nicht mehr in schwarz. Ja, so kann der Laie das auch nochmal sehen. Und das ist die ganze Ausstattung. Das hier bekomme ich noch schwarz auf weiß von euch. Werde ich dann nochmal in die Beschreibung machen. Fahrzeug, heute ist der 13. Oktober. 10 Stück sind noch da. Preisvorteil 268.500 und ehemalige unverbindliche Preisumführung des Herstellers 301.564. Also es sind roundabout über 30.000 Euro Ersparnis. Also wir reden hier über einen ordentlichen Nachlass in Höhe von circa 10-11%. Genau, man muss sehen, dass in diesem Preis natürlich die Pakete, die Morello schon serienmäßig oder vom Werk aus anbietet, ja drin sind. Das heißt also, wenn man jetzt die Einzelkomponenten nehmen würde, beispielsweise das Chassispaket oder auch das Sicherheitspaket, dann liegen wir beim Preisvorteil bei über 40.000 Euro. Haben wir natürlich hier nicht gemacht. Okay, das heißt also, das ist sauber gerechnet, genau. Muss man sagen. Und dadurch passt das Ganze. Ja, ihr habt einen besonderen Service. Ihr habt viele Mitarbeiter. Wir werden uns gleich mal während der Fahrt drüber unterhalten. Und er fährt sich butterweich, denn der Kleine hat natürlich das gleiche Drehmoment wie der mit der großen Tonnage. Und das sorgt dafür, dass er spürbar, ich meine, das merkst du, wenn du 1,5 Tonnen leichter bist, das ist eine Welt. Also nochmal, nicht, dass die anderen schlechter fahren oder wesentlich anders fahren. Ich schneide mich mal ganz kurz an. Aber das Thema Spritverbrauch ist natürlich auch noch ein Thema. Du brauchst auch weniger Sprit, weil die Angriffsfläche ist ein bisschen geringer. Fahrzeug ist sehr leise.
im Vergleich natürlich zum großen LKW hast du hier eine Geräuschbelastung, die kannst du gar nicht vergleichen, oder? Genau. Unfassbar leise, auch vom Handling her, gleich wenn wir fahren, wirst du das sofort merken, das Einlenken, letztendlich auch das Aufnehmen der Bodenwellen und so weiter ist wirklich total angenehm. In der roten Lampe sieht man jetzt, dass die Hubstützenanlage einfährt, Rückfahrkamera ist auch schon aktiviert, das Privacy-Rollo fährt automatisch hoch und wenn das dann oben ist und wir Sicht nach vorne haben, können wir auch schon starten. So, ich schneide mich auch mal an. Das ist gemacht. Was wir kurz mal zeigen müssen, ist das Thema Heben und Senken. Das geht hier, das ist ganz wichtig auf einer Fähre. Man kann also das Niveau der Hinterachse anpassen, kann die zum Beispiel auf der Fähre anheben. Genau, also wenn man jetzt beispielsweise in Norwegen auf eine Fähre drauf fährt und man möchte halt entsprechend hochsetzen das Fahrzeug, kann man halt dafür sorgen, dass man nicht aufsetzt. Das ist ganz, ganz wichtig. Das zeigen wir gleich mal und sehen das Ganze. Jetzt sehen wir, wir haben DAB Plus mit eingebaut. Da ist ein großes Navigationssystem ist mit dabei. Nach Hause, Adresse und das Ganze von Garmin, wer sich auskennt, das kommt aus der Flugindustrie, aus der Schifffahrt und natürlich aus der LKW-Branche. Da kann ich die exakten Höhendaten von dem Fahrzeug eingeben und er berechnet mir genau den Weg. Ich kann aber auch jedes andere Navi natürlich benutzen und das hier mit dem System koppeln. Gibt die Straße mal gerade ein. Wolfsburg, Wolfsburg. Wir fahren nach Wolfsburg. Ist das weit weg von hier? Das wird er uns gleich sagen. Ich denke mal so um die 200 Kilometer. Oh, machen wir heute nichts mehr, oder? Drehen? Ab in Urlaub. Ab in Urlaub. So, bitteschön. Also, Wandlerautomatik mit drin, Klimaautomatik mit drin. Das ist vielleicht auch nochmal was Besonderes. Das hast du natürlich bei Eurocargo und vielen LKWs nicht. Das hier ist wirklich Komfort in der Liner-Klasse. Du hast eine City-Funktion, die das Lenken so easy macht. Dann muss man auch fairerweise dazu sagen, ich habe jetzt auch schon keine Luftfederung mehr auf der Vorderachse. Je nach Tonnage ist das auch kein Problem. Wir fahren jetzt über einen leichten Hubbel, den kennst du. Genau, unser Begrüßungshuckel. Das ist sein Stellplatz, linke Seite. Jetzt geht es auf den öffentlichen Straßenverkehr. Handlichkeit ist enorm, oder? Genau, unheimlich wendig, gute Übersicht über die Busspiegel, was wir vorhin schon gesagt haben. Gute Übersicht hier auch als Fahrer rechts und links in Verbindung dann mit der großen Frontscheibe ist es wirklich ein total tolles Fahren. Wir sind in Osnabrück, um genau zu sagen in der Nähe von Osnabrück in Bissendorf, das Ganze unweit von anderen großen Städten wie Münster, da seid ihr weg, aber wer natürlich Osnabrück nicht kennt, ich glaube Hannover ist auch nicht gar nicht so weit weg, oder? Genau, 120 Kilometer in etwa. Wolfsburg übrigens 214 Kilometer. Also 214 Kilometer, hier steht's. Das ganze Navigationssystem könnte ich jetzt abnehmen. Ich habe ganz viele Luftausströme auf der Seite, damit, falls das Ganze auch mal beschlagen sein sollte, wirklich ganz schnell getrocknet werden kann. Ist echt leise. Und das ist Serie? Da habt ihr nichts modifiziert, gepimpt? Nee. Das macht Morelo in Verbindung mit Meyer Fahrzeugbau mittlerweile in wirklich perfekter, tausendfach erprobte Art und Weise und da ist in den letzten Jahren so viel passiert, also wenn ich mich 10, 15 Jahre zurück erinnere, das ist wirklich kaum beschreibbar, was sind Welten, es ist so viel Weiterentwicklung in Verbindung auch natürlich mit den neuen Iveco Chassis muss man wirklich sagen, was wirklich, wirklich toll ist. Ne? So, hier vorne sind die Kollegen von der Polizei. Und vom Zoll. Gucken wir gerade. Auch die müssen ja was haben. Hier rechte Hand. Ihr seid direkt an der Autobahn. Genau, wir sind direkt an der Autobahn und haben ja eigentlich mit der Abfahrt den Kunden innerhalb von 2 Minuten haben wir uns auf dem Hof. Das ist so. Hier vorne sieht man auch dein Unternehmen. Ich glaube, im Winter ist es etwas werbewirksamer, oder? Genau, wenn die Blätter runter sind, ist natürlich alles zu sehen. Dann sieht man also auf unsere gut 30.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche
mit den zwei Standorten Gewerbepark 14 und Gewerbepark 29. So, also die Federung, die macht eines. Hier vorne sieht man das digitale Cockpit in der Mitte. Jetzt hast du hier einen Spurhalteassistent, du hast einen Tempomat mit drin. All das ist mit drin, auch das ist aufpreispflichtig. Ich glaube, allein das Paket kostet 5.000 Euro, was da mit drin ist. Ja, ich glaube 7.900 sogar. Aber dann natürlich auch mit den ganzen elektronischen Helfern, die wir ja aus dem Pkw eigentlich auch kennen, was wir mittlerweile hier im Reisemobil haben. Also auch dieser aktive Tempomat ist eigentlich der größte Komfortvorteil, wo wir einfach einstellen, welche Geschwindigkeit wir fahren wollen, welchen Abstand wir zum Vordermann haben wollen. Und das wird alles völlig automatisch eingestellt und gesteuert. Euro 6, ich darf in jede Innenstadt damit? Natürlich. Die Handlichkeit wird man merken in den Innenstädten. Der Wendekreis, dieses kurze, was du hier hast, oder auch auf Landstraßen, da ist jeder Zentimeter entscheidend. Du hast dich natürlich an 2,50 Meter gewöhnt, aber etwas kleiner ist auch nicht schlecht. Oder? Genau, der ist ja etwas schmaler noch hier und somit also auch gerade für enge Durchfahrten, auch von der Höhe insbesondere, für Durchfahrten, für Brücken etc. Absolut geeignet und ja, durch die Länge natürlich dann auch für entsprechende Stellplätze, die ja, die einfach dann nur bis 8 Meter zugelassen sind. Ne? Ja, die Spiegel, das ist wirklich ein großes Komfortmerkmal, zumal du in den Spiegeln sehr gut sehen kannst, komme ich überhaupt durch die Einfahrt durch. Denn die sind ein bisschen breiter wie das Fahrzeug selber, das hilft, oder? Genau, es ist eine sehr gute Orientierung, aber insbesondere natürlich die Sicherheit und auch der Komfort, das Schauen in die rückwärtigen Bereiche, ob das nun oben auch an der Markise ist, die ja auch zu sehen ist über diese Froschaugenspiegel und natürlich auch das Ende des Fahrzeugs gut zu erkennen über die großen Hauptspiegel, die elektrisch verstellbar sind und wo man dann also auch genau sehen kann, ja, wo ist denn hier das Ende. Und was kann ich an Kurveneinschlag oder was kann ich auch beim Rangieren wagen, ohne irgendwo anzuecken? Ja, ein tolles Wort, was du gerne verwendest, ist Agilität. Wie fühlt sich der Motor an? Was hat der im Moment auf der Uhr? Guck mal gerade. 2845. Also 2845, der ist gerade mal eingefahren. Das ist ein Nutzfahrzeug für den Nahverkehr, muss man sagen. Das fährt gerne mal die Deutsche Post AG und so weiter. Das 8-Gang ZF-Getriebe ist sensationell im Vergleich zum Agile, was es irgendwann mal gab. Ich weiß schon gar nicht mehr, das wurde bis 2017 noch was gebaut, oder? Genau, seit einigen Jahren haben wir ja dieses ZF-Getriebe, was ja, das gleiche Getriebe ist, was auch beispielsweise bei BMW in den großen Limousinen eingebaut wird mit einer butterweichen Schaltung, Lastwechsel, das Zurückschalten. Es ist wirklich für ein Reisemobil eine absolut neue Dimension, die wir hier seit einigen Jahren anbieten können. Klasse fahren, entspanntes Fahren, sicheres Fahren. Toll. So, übrigens ein ganz tolles Ziel. Wir fahren gerade dran vorbei. Hier ist ein ganz tolles Lokal. Es heißt Zillertal. Du kennst es? Genau. Zillertal, wo wir gerne hingehen, ein bisschen verwunschen, mitten in der Natur, mit schönem Biergarten, die Kühe stehen daneben, das Bier schmeckt umso besser, gerade an lauen Sommerabenden, ist nur ein paar Meter von unserem Betrieb, kann man gut mit dem E-Bike hinfahren und wir selber sind auch oft mit Kunden oder mit Lieferanten oder auch selber privat dort und ja, ist eine schöne Sache. Ein, zwei Takte zu dir. Wie viele Meister habt ihr eingestellt? Wir haben insgesamt 6 Meister, die aber teilweise auch mitarbeitend sind. Wir haben 4 Meister in der Reparaturannahme. Wir haben zusätzlich noch 2 Disponenten, die sich um die gesamte Logistik und Abwicklung in der Reparaturannahme kümmern. 3 Mitarbeiter in der Teilelogistik, einen in der Garantiesachbearbeitung. Und natürlich dann auch in den verschiedenen anderen Abteilungen, was jetzt Shop und was Vermietung angeht. Was wichtig ist, Marketing natürlich. Auch ein Meister. Personalwesen, kein Meister. Kein Meister. Fahr mal bitte in deinen Betrieb, wo du die Reparaturen durchführst, dass wir das Ganze mal sehen. Denn der ist hier vorne auf der rechten Hand, sieht man Felge und Wels. Hier ist der Stellplatz.
kostenfrei für deine Besucher, die da sind, mit Fern- und Entsorgungsstationen. Ihr habt ganz massiv investiert auf der rechten Seite, habt alles umgebaut. Ich bin jetzt schon ein paar Tage hier, deswegen weiß ich das. Haben wir auch ein eigenes Video zugedreht. Linke Hand ist nochmal ein großer Teil eures Service-Elementes. Auch da habt ihr durch viel Glück eine Übernahme einer großen, was war das mal, Malerbetrieb oder? Ne, das war eine Großtischlerei, haben wir vor 6 Jahren kaufen können. Riesenglücksfall für uns, wo wir jetzt also die Bereiche Vermietung outgesourced haben. Auch die Übergaben werden hier in der Übergabehalle gemacht. Marketing, EDV ist hier. Die ganzen Schulungsräume für unsere Fortbildung und hier haben wir dann einfach nochmal eine zusätzliche Werkstatt, die also die Hauptwerkstatt unten nochmal ergänzt mit nochmal 5 Arbeitsplätzen, wo wir ja letztendlich dann den gestiegenen Anspruch an Service auch darstellen können. Das ist, denke ich mal, heute auch unfassbar wichtig geworden, dass man nicht nur verkauft und sagen wir mal, den Kunden das Fahrzeug verkauft, sondern danach dann auch eine Partnerschaft eingeht in dem, was wichtig ist, nämlich den Kunden zufrieden zu behalten mit den entsprechenden Wünschen, auch Reklamationen, die es bei jedem Reisemobil gibt, egal ob das nun ein Morelo, egal ob das ein Concorde oder ein Niesmann Bischof ist, alles tolle Autos, aber letztendlich natürlich auch immer wieder mit dieser oder jener Kleinigkeit versehen, die man dann im Rahmen der Garantie oder auch der Kulanz dann abstellen sollte. Ja, du machst das Ganze fast seit Beginn, wo es gestartet ist bei Morelo. Wie habt ihr euch kennengelernt eigentlich, Morelo und du? Ich meine, du bist ja eh alter Knausmann. Ja, genau. Also Morelo ist ja, ich sage immer, die große Tochter vom Knaus, vom Knaus-Tabak-Konzern. Und ganz klar, da ist es so, dass wir dadurch, dass wir oder ich selber ja bei Knaus meine Laufbahn begonnen habe, 1987, 88 bin ich bei Knaus im Werk gewesen, seitdem ein unfassbar enges, tolles Verhältnis natürlich pflege zu dem Unternehmen und dadurch, dass Morelo und Knaus eng beieinander sind, hat sich einfach auch angeboten. Wir sind ja vor 10 Jahren auch mit der erste Händler gewesen, der Morelo vertreiben durfte und das bis heute auch wirklich gerne tun. So, wir sind wieder auf dem Platz. Du hast nebenbei natürlich auch Niesmann und Bischof. Kennt sich aus, was die Belange sind von Fahrzeugen, die ein bisschen kleiner sind. Denn ihr habt natürlich mit Arto und so weiter und diesen neuartigen Modellen, wie heißen sie nochmal? Ja. Das ist der Ice Move. Der Ice Move. Genau. Habt ihr viel Erfahrung damit, also dass Leute kleinere Modelle haben wollen, das kannst du nachvollziehen. Hier eine Tonnage von unter 6 Tonnen, die wirklich dann auch dafür sorgt, dass die Fahrzeuge kleiner und kompakter werden und der ein oder andere sagt, hey, ich brauche nicht ein riesen Statussymbol, die maximale Länge, sondern will ein tolles Reisemobil haben, für mich, meine Frau, vielleicht noch die Hunde mit dabei oder für wen auch immer und da kann man das Ganze ganz gut nutzen, ja. So, hier waren wir noch gar nicht. In der Ecke. Wir fahren jetzt in die kleine Parklücke rein gemeinsam, schauen uns das nochmal mit dem System, mit der Rückfahrkamera an, mit der Übersicht. Es ist also jetzt eine doch relativ kleine Parklücke, die wir hier wählen und haben also trotzdem über die Außenspiegel und über die Rückfahrkamera eine Top-Übersicht und können den kleinen, großen Morelo hier richtig schön in die Lücke reinzirkeln. Ja, das ist natürlich gerade bei kleinen Campingplätzen ein Riesenvorteil. Der Wendekreis ist gut. Genau, minimaler Wendekreis, also auch ein weiterer Vorteil, wenn es eng wird oder dann, wenn man einfach nicht den Platz hat, wenn man an die schönen Stellen auf den Campingplätzen, auf den Stellplätzen in unserer schönen europäischen Camperlandschaft fährt, dass man da einfach dann auch noch einen Stellplatz bekommt und nicht vorm Gelände stehen bleiben muss, sondern wirklich vorne bis an die Wasserlinie rankommt. Ja, so wie du das in San Remo ja auch schon
selber erlebt hast. Ne? Ja, schön ist auch, du kannst das Auto auch auf Passstraßen relativ gut fahren, weil die fehlenden 1,5 Tonnen schieben natürlich auch weniger, sodass du bei kleineren Gängen und die mit etwas erhöhter Drehzahl die Motorwirkung, die Bremswirkung nochmal besser nutzen kannst. Das sind auch so Sachen, wo viele Leute sagen, da brauche ich vielleicht einen Retarder oder so. Das sind dann nochmal 1,5 Tonnen weniger, weil das mache ich, fast 2 Tonnen weniger, die du dann im Maximalgewicht hast. Mhm. Und das Ganze muss natürlich ohne Kompromisse dann auch bewegt werden. Ja, warum machen wir das so ausführlich? 10 Stück sind da. Man muss das ein bisschen erklären. Das ist jetzt ein Fahrzeug für, ich sag mal, ein paar 10.000 Euro mehr kriegst du auch den größeren. Darum geht es jetzt gar nicht. Es geht nicht darum, dass man den ganz großen, den ganz kleinen haben möchte, sondern dass man einen extrem handlichen Morello haben möchte. Und du bist jetzt mal da vorgegangen, hast mit vielen Kunden gesprochen, die alle gesagt haben, wenn du sowas mal bauen würdest, was auch sofort lieferbar wäre. Das ist ja oft das Problem, weil die Kunden stehen ja denn da, dann wollen sich entscheiden, dann gucken sich dann um, dann sagen sie ja doch, vielleicht doch ein bisschen höher, doch ein bisschen länger und so weiter. Und wenn man ihn aber hier vor Ort stehen hat und kann sagen, okay, den kannst du aber haben in 2 Monaten, dann ist das eine ganz andere Nummer, oder? Ja, erstmal das ganze Konzept ist ja 2 Jahre alt schon. Wir haben vor 2 Jahren die ersten Gespräche geführt mit den Verantwortlichen bei Morello und haben dann ja sehr langfristig natürlich organisiert, dass die Chassis überhaupt verfügbar sind. Die laufen jetzt in den nächsten Wochen vom Band und dann sind wir lieferfähig. Und ja, ich bin froh, dass wir das so hingekriegt haben. Und ich denke auch, dass jeder, der sich damit auseinandersetzt, erkennen kann, dass das Konzept schlüssig ist, dass es ein tolles Reisemobil ist und wie schon mehrfach erwähnt, eigentlich die Gene von Morello 1:1 übernommen hat. Ne? So, zeig's mal gerade. Großer Motor, 3 Liter Turbodiesel, Automatik, Gesamtlänge 7,81 Meter. Die Höhe gerade mal 3,32 Meter. Also manche Alkovenfahrzeuge, ja, der, ich sag mal, niedrigen Preisklasse sind höher als 3,30 Meter. Also, dass man das wirklich fahren kann. Gesamtbreite nur 2,35 Meter, nochmal 5 cm schmäler als die anderen Fahrzeuge. Das merkt man in der Praxis natürlich. Ich muss ehrlich sagen, im Innenraum merkst du es gar nicht. Also dadurch, dass auch die Variante ohne Hubbett da ist, die viel mehr Platz bietet. Eigentlich ein klassisches 2-Personen-Fahrzeug plus noch eine Person, ein Enkelchen oder so. Genau, das war bei uns auch wirklich die Voraussetzung oder eins der USPs, die wir einfach darstellen wollten, dass wir gesagt haben, wir wollen kein Hubbett, wir wollen Luft nach oben, wir wollen den Wohnraum so schön und so geräumig wie möglich machen. Wir wollen dafür sorgen, dass man reinkommt, einfach ein tolles Raumgefühl hat. Und durch diesen variablen Tisch, der ja versenkbar ist, immer die Möglichkeit hat, auch mit mehreren Leuten zu fahren. Es ist ja ein Viersitzer. Wir haben 4 gut gesicherte Plätze, sodass man also dann auch wirklich mit mehreren Leuten reisen kann. In aller Regel natürlich zu zweit. In aller Regel mit diesen wunderschönen Einzelbetten hinten. Mhm. Aber auch mit mehreren Leuten nutzbar. Matthias Welz, vielen Dank, wenn Sie Lust haben. Ja, wenden Sie sich bitte an Felge und Welz. Und Sie sollten 268.500 Euro haben. Man kann aber auch nur 500.000 Euro haben, 50.000 Euro haben, den Rest kann man finanzieren lassen. Das geht mittlerweile, die Zinsen sind noch einigermaßen bezahlbar, muss man sagen, im Moment. Es gibt leichte Tendenzen nach oben. Das ist so, aber der eine oder andere, der hat auch schon lange so ein Fahrzeug jetzt im Blick, ja, sieht das Ganze. Das ist wirklich von der Ausstattung hier, top of the notch. Das ist das, was im Moment auf der Messe stand, mit den Farben, mit dem grauen Licht. Leder, also wenn du da Leute, Glasbrenner zum Beispiel fragst, der sagt, das graue Leder muss sein in Verbindung mit der Wohnwelt, das ist wirklich gut gewählt. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss, Matthias. Ciao. Ciao.